So, ich bin Teddy Thalacher und bin 82 Jahre alt und wohne schon 38 Jahre in St. Gallen. Ich habe früher als Krankenschwester, Pflegefachfrau geschafft und nachher auch als Ergotherapeutin und bin an verschiedenen Stellen gewesen, im In- und Ausland. Ich bin im Thurgau aufgewachsen. Und ich habe mit drei Brüdern, die viel älter, 8 Jahre der eine und 9, 10 Jahre älter waren. Die mussten mir immer schauen, wie die Mutter parieren, Dienst gemacht hat. Und dann haben sie nicht gerne mir immer geschaut. Dann haben die Kinder gesagt, wie so blonde Kuschel hatten. Schau mal, das herzige Kind. Und dann haben sie gesagt, wollen sie sie gerne, sie können sie haben. Das war nicht so schön. Die schönen Erinnerungen hatte ich viel mit der Mutter. Wir haben ja wenig Geld und da sind wir für Mutter und ich spazieren auf dem Bänkchen gesessen und haben geschaut, was für Socken die Leute haben. Die Mutter sagte, die sind sicher dreckig. Und einfach da haben wir es lustig gehabt. Die Mutter war ein bisschen fest fromm. Sie ist in die Neue Apostolische Kirche. Und der Vater war bei der Gewerkschaft. Bei den Sozialdemokraten. Dann hat einmal der Lehrer gesagt, du mit dem roten Vater. Aber ich wusste eigentlich nicht, gewusst, was das ist. Und einmal habe ich dürfen, wo der Willy Brandt kam, dann ich dürfen von Büchlein bis auf Erbom fahren. Das war teuer mit dem Zug. Und dann habe ich dürfen mal die Fahne tragen für den Willy Brandt. Da war ich ganz glücklich. Warum, weiß ich ja nicht. Aber meine beiden Eltern waren in der Neuapostolischen Kirche. Und dann, die haben den Hand dort getroffen. Mein Vater hat Geige gespielt und Mutter Zither, also Konzertzither. Aber er hat dann immer, je weniger hat er das geglaubt. Und dann einmal hat der Stammapostel geredet, Zürich. Und dann nachher hat ein Bezirksapostel geführt und hat gesagt, wer mir eine Sünde anweisen kann, soll da führen kommen. Und dann hat der Vater zu mir gesagt, lass Kleine, wir gehen raus. Das sage ich, glaube ich, nicht mehr. Und dann musste ich auch nicht mehr gehen. Und meine Brüder waren froh, niemand hat mich gehen. Einfach die Mutter ist noch gegangen. Von der Mutter habe ich da einfach einen starken Gottesglauben. Und sie hat uns nie gesagt, wir müssen jetzt wieder kommen. Wir sind sie dann einmal abholen. Sie war ganz liebe. Mein Vater war eher ein energischer. Und Mutter hat mir viele Versli gelernt, die ich jetzt noch von A bis Z weiss. Sonntagsschulliedli. Hoffnungsbundliedli. Im Hoffnungsbund hat man immer so müssen so Kampflieder singen. Wir möchten helfen, streiten und sind wir auch noch klein. In diesen bösen Zeiten darf keine müssig sein. Wir wollen den Find jetzt nennen, wir kennen den zwar schon. Er tut im Magen brennen, der Find heisst Alkohol. Und tut man uns verlachen, ist gleich, das macht uns nichts. Drum auf zum Streit, drum auf zum Streit, der Find ist gar nicht weit. Am besten hat mir auch gefallen, müde von des Tages Lasten. Saß der Heiland abends hin, wollte nur ein wenig rasten und dann wieder weiterziehen. Und da kamen auch schon Frauen, brachten ihre Kindlein her, nur auch liebend auf sie schauen und sie segnen möge er. Doch die Jünger in der Runde sprachen, lasst ihn doch auch ruhen, kommt zu einer anderen Stunde, heute gab's genug zu tun. Als die Frauen scheu verstummten, sprach der Heiland mild und weich, lasst die Kindlein zu mir kommen, ihnen ist das Himmelreich. Und dann habe ich schon brüllt. Immer habe ich dann müssen brüllen. Und mein liebstes Kind, Sonntagsschullied oder auch schon noch in der Schule, war
Der Frühling, im Winter sein Kind. Jetzt wenn wir Gott taufen, der Götti heisst Wind. Und Gott heisst Sonne, Nachbar der Zimtau. Und das Blümelenzröckli, da gibt sie ihm auch. Viel Gäste haben wir geladen, der Tisch bleibt nicht leer. Wie kommen sie zu fliegen, über die Länder und Meer? Lass Tagele brausen und Kiele geht an. Und der liebe Gott kommt selber eine Predigt an. Das habe ich schon x-mal gemalt. Ich habe nicht viel von der Sonntagsschule. Da hat es einem immer so Angst gemacht. Wenn man nicht brav war, der liebe Gott da oben, der jedes Haar sieht, wo man verliert. Und immer, wenn ich Haar verloren habe, habe ich gesagt, gut, jetzt hat er es wieder erzählt. Aber jetzt habe ich die letzte ein Bild gemacht, wo der liebe Gott oben ist im Himmel und immer so Strichli macht. Nein, man hat fast einmal ein bisschen den Glauben aufgedockt. Also, nein, einfach so. Wenn man mit Folgen dann, und dann kommt der liebe Gott. Ich bin immer heim und habe gesagt, Vater, wen musst du mich opfern? Abraham, den Isaac jetzt sollen töten. Was mir geblieben ist, dass einfach der Glaube geht nie ganz weg. Ich weiss immer, es kommt so, wie es muss. Also, einfach ein Gottesbild, wo einfach bleibt, wo man getrost kann sein, ist vielleicht gar nicht so. Oder das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Sagen wir, bei einer Krankheit, oder? Wenn man etwas Schwieriges, wenn ich etwas Schwieriges machen muss. Also, das würde ich nicht, ich hätte es nicht. Ich kenne die Bibel fast auswendig. Jetzt bin ich auch krank und ja, vielleicht lebe ich nicht mehr so lange. Und, aber ich bin irgendwie, ich merke da, wie, wenn mich etwas tröstet oder ich manchmal genau das Richtige mache. Ich habe lange gelebt, ich schon jetzt dann 82. Ich kann nicht mehr so in die Kirche. Eigentlich nie mehr, leider. Weil es bedeutet mir einfach nichts, hinsitzen und zulassen, was der oben runterkränzelt. Und als ledige Frau, da muss ich jetzt gerade auch einbringen, gehört man sowieso nicht zu der Kirche, weil man niemanden konfirmieren, niemanden taufen. Dann ist man einfach unter ferner Liefen. Mein grösstes Hobby ist, einfach zu gestalten und zu schreiben. Beides etwa gleich viel. Ja, da bin ich schon in der Jugend drauf gekommen. Ich habe einmal der Mutter mir die Schäle verschnitten, wenn ich Blumenwiesen machen wollte. Und jetzt haben wir gesagt, aber Kind, wir sind eben arm gewesen, da kannst du doch nicht einfach. Und ich habe gesagt, mal, Blumen sind doch so schön. Die Mutter musste aber die Wolle müssen verstecken, weil wir nicht genug haben zum Kaufen, weil ich immer so Blumen gelismet habe. Wenn zum Beispiel, wenn ich gesehen habe, ein Geiss mit den Jungen, hat mich das so gefreut und dann habe ich geträumt davon. Sie hat die gestickt auf eine grüne Wäschlumpe und dann habe ich einfach am Morgen, hat die Schülerin, ist mir zu lieb, dann in den Korb gefahren, auf Kreuzlingen und dann habe ich gesagt, ich arbeite ganz fest. Und dann ist sie einfach nach einer halben Stunde gekommen mit dem grünen Wäschlumpe. Und in der Freistunde habe ich schon angefangen, die Geiss zu sticken. So ist das gegangen. Und ich habe immer etwas gestickt. In den Zug hinein hatte ich immer so eine Täschli, so eine Ledertäschli. Und habe gestickt und gestickt und gestickt. Ich mag mich noch an eine lustige Episode erinnern. Dann habe ich den Faden nicht durch die Nadel gebracht. Und dann hat mir der Nachbar helfen. Und der hat es auch nicht durchgebracht. Und so hat der ganze Abteil ist der Faden runter.
Bis zuletzt war es dann ich gefährlich. Aber da musste ich aussteigen. Ich muss sagen, meine Lieblingsmotive sind natürlich auch die Natur. Die Jahreszeit. Und wenn ich jetzt etwas lese, muss nicht einmal aus der Bibel sein, dann begleitet mich das. Dann weiss ich gerade, wann ich da malen kann. Zum Beispiel im Alten Testament sind es manchmal wie so Legenden, würde ich sagen. Nicht Merle, ich weiss zwar. Und das, zum Beispiel der Elia. Und die Raben brachten ihm Futter. Und das Krüglein wurde nie leer. Und da habe ich auch x-mal gemalt und gedacht, so ist es. Das Krügli wird nicht leer, wenn man aufgehoben ist. Was ich auch sehr gerne habe, sind die Schöpfungsgeschichten. Die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Der Jonas natürlich. Der heisst doch, und Gott befahl dem Fisch, er soll Jonas ausspeuzen. Das ist doch lustig. Also einfach die Vorstellung, Gott befahl dem Menschen, dem Fisch. Und der hat dann sofort aufgespeuzt nachher. Und im Neuen Testament habe ich ganz, ganz besonders gern Gleichnisse. Das sind für mich auch Legenden. Also ganz viel habe ich schon gemalt vom Weinberg. Also die am Morgen haben gleich viel bekommen wie die zu oben. Und dann habe ich zu der Mutter gesagt, das glaube ich doch nicht. Die sind doch den gekommen und hätten mehr zu gut. Und dann hat sie mir gesagt, nein, er hat denen nicht Unrecht tun. Oder der vom verlorenen Sohn. Und ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Mit dem konnte ich es nicht können, weil ich immer denke, da immer muss man barmherzig sein. Das ist auch einfach nicht rein. Lebenslauf. Das ist dein Lebenslauf? Ja, so, aber in Kurze. Das sind die Wege. Das war unser Haus. Das ist unsere Familie. Ja. Ich bin das Licht der Welt. Die hängen im Spital vor der Kapelle, im Aufgang, alle sechs Bilder. Ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weinstock, seid ihr eben, ich bin der gute Hirte. Die haben es gestickt. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ist auch noch eins. Und wir haben uns dargestellt. Bei der Verhörni. Das war eben die Tochter vom Jung. Ja, das ist, noch immer lebe ich mit dem Merlis. Habe ich ihr erzählt, wie es jetzt mit der Familie weitergegangen ist. Weißt du, an einem Muttertag war sie da schon lange gestorben. Das ist immer wieder das Kinderlied. Aber das ist viel grösser. Das ist ein Brief. An meinem Muttertag hat es mich auf das Mal gelustet. Ihr einen Brief geschrieben und zu erzählen, wie es weitergegangen ist in unserer Familie, wo sie gestorben ist. Da habe ich den Vater dann gemacht. Und das sind Kinder, Grosskinder, habe ich einfach geschildert, was die jetzt machen. Sie hat sie nicht mehr erlebt, was alle. Und das ist Mutter, wo sie hat immer Blumen im Garten. Sie war so eine Liebe.
Das ist, siehst du, das gib uns heute unser täglich Brot. Nein, ich bin das Brot des Lebens. Entschuldigung. Also das gehört auch noch zu denen. Weißt du, wo der Weg ist? Und ich bin das Licht der Welt, ist gestohlen worden. Im Spital. Und dann musste ich es noch einmal nachmachen. Dann habe ich noch mal ein bisschen verdient. Da bin ich froh gewesen. Aber ich weiß auch nicht, warum das gestohlen worden ist. Dann ist gestanden, Kunstdiebstahl im Kantonsspital. Das Bürgle. Als ich in die Schule bin, da bin ich konfirmiert worden. Wer nicht mit mir ist, der ist wieder nicht. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und dort hat er gesagt, ich habe nur so einen wüsten Spruch bekommen, weil sie neu apostolisch sei. Ja. Da hatte ich einen Traum. Da. Jawohl. Und dann sind wir so da gestanden, in einer Kirche rein. Und dann habe ich gesagt, schau mal, da sind überall Kreuz. Und dann hat die Person da gedreht. Man kann es drehen. Dann sind auch wieder Kreuz gewesen. Also, siehst du, da jetzt. Und dann habe ich es wieder gedreht. Ich habe gesagt, so durch sind auch Kreuz. Und so auch. Und dann hat mich das so bewegt, dass ich es gewoben habe. Und da hat so viel Arbeit gegeben. Was hat der Psychiater dazu gesagt? Der Psychiater hat mir gesagt, wenn ich keine Kirchenkrüppel hätte, hätte ich viel weniger Patienten. Da hat mir Eindruck gemacht. Keine Kinder kann eben auch verbeugen. Jemand. Gerade von der früheren Zeit, in meinem Alter. Was wäre denn Ihre Aufgabe? Ja, nicht immer drohen. Sie haben einem immer gedroht. Wenn du dem Gesetz der Liebe Gott, oder, ja, kommst du nicht in den Himmel und die Katholischen, die sind über ganz schlimm. Und ich weiß nicht, was alles. Also ich bin schon geboren mit einem Fehler an der linken Hand. Die ist fast die Hälfte kleiner als die andere. Und sind alle bis auf den Daumen nicht zusammengewachsen gewesen mit Schwimmhäuten, wie die Enten haben. Und dort mal hat man das nur im Balgrisch gemacht. Und da war man, ich bin sicher 6 Monate in dem Balgrisch. Meine Eltern konnten mich doch nicht besuchen. Die hatten kein Geld. Ich hatte immer kein Geld. Immer kein Geld. Aber ich habe nie gebrüllt, weil ich einfach gewusst habe, Mutter hat mir kein Geld. Zum Kommen. Ja. Dann hast du dort ein kleines Trauma vom Alleinsein. Das glaube ich nicht, nein. Aber einfach immer das Geld, das man nicht hatte. Ja. Darum eben auch da in dem, das ja. Thema da drin. Ja. Schau, das Kinderlied. Der Frühling, im Winter sein Kind. Da will man Gott taufen, der Götti heisst Wind. Und Gott ist die Sonne, nachbadet sie im Tau. Und ein Blümelenzröckli, da gibt sie ihm auch. Viel Gäste haben wir geladen, der Tisch bleibt nicht leer. Wie kommen sie zu fliegen, über die Wälder und Meer? Lass Tagele brausen und Kiele geht an. Und der liebe Gott kommt selber ein Predigo haben. Das hat mich schön, denn der liebe Gott ist schon schwätzen.
Es sind nämlich herzige Bilder. Die hat mir ein Arzt abgekauft, alle zusammen. Ich habe es dann zusammen auf einen Karton getan und so eingerahmt. Dann sind sie natürlich viel grösser gewesen. Also wirklich, da habe ich verrückt gern jetzt noch. Also, ich habe ihm Geld einen Brief geschrieben, an einem Kurs. Weil ich nicht anders gewusst habe, weil ich überhaupt nichts weiss so vom Geld. Und ich könnte, also... Früher hatten wir nie Geld gehabt. Einfach nie. Liebesgeld. Ups. Liebesgeld. Schon lange wollte ich dir schreiben, wollte dir meine Eindrücke über dich erzählen. Du hast mich ja schon seit meiner frühen Jugend, ja schon fast seit ich denken konnte, begleitet. Du hast schon damals in meinem Leben eine große Rolle gespielt, obwohl du fast nie bei uns warst. Ich weiß bis heute sehr wenig über dich, über deine Machenschaften mit Aktien, Obligationen und so weiter. Du warst wenig bei meinen Eltern, bei meinen drei Brüdern und mir. Mein Vater hat sehr hart gearbeitet und die Heimarbeit meiner Mutter hat auch nicht viel eingebracht. Du warst immer weg, dann wenn wir Rechnungen bezahlen mussten. Wo warst du dann damals, als ich gerne neue Turnschuhe gehabt hätte, weil die alten Löcher hatten? Wo hattest du dich versteckt? Zum Glück hatten wir auch ohne dich genug zu essen. Wir Kinder beteten mit der Mutter am Abend das Gebet unser Vater. Einmal fragte mein Bruder, bei der Bitte, gib uns heute unser täglich Brot. Weißt denn da oben, der liebe Gott, dass wir alltag einen Fünfpfünder brauchen? Weiter. Ja, und wie sie das wusste, wie anders wären wir dann sonst alle satt geworden? Du hast dich ja immer versteckt. Warum hast du das getan? Du warst auch nie da, wenn wir Steuern bezahlen mussten. Herr Schmid vom Steueramt musste uns deshalb immer Mahnungen schreiben. Wir nannten ihn der Herr Bisamme, weil auf den Rechnungen immer stand, zahlbar bis am. Meine Mutter sagte mir immer, Kind, was wir nicht haben, brauchen wir nicht. Ich verstand das nie so recht, aber ich weiß, liebesglänziges Geld, das hatte doch auch etwas mit dir zu tun, weil du nie da warst. Bei Brenners, unseren Nachbarn, warst du fast immer. Dorle kaufte mir von dir oft Schokolade. Wenn ich das jetzt so überlege, hast du das vielleicht auch etwas gut gemacht. Weil du so wenig da warst, musste ich immer viel Fantasie entwickeln. Und für Fantasien brauchte ich dich nicht. Ich hatte immer Elfen und Feen gesehen. Dabei war meine Freude groß. So konnte ich viele Dinge ohne dich tun. Meine Großmutter kaufte mir einmal schöne, bunte Farbstifte. Sie sagte, sie hätte jetzt gerade genug etwas von dir. Nein, Entschuldigung, sie hätte jetzt gerade etwas genug von dir.
Am Sonntag knüpfte mir meine Mutter ein 20-Rappen-Stück von dir in mein frisches Taschentuch. Ich warf dich dann ins Negerkässeli. Das Negerli nickte mir dann jeweils dankend zu. So machten das alle Kinder nach der Sonntagsschule. Es gab Leute, so erzählte man mir, bei denen warst du überhaupt nie. Die hatten sogar immer Hunger und Durst. Ich weiß nicht, liebes Geld, warum du dich so dumm und ungerecht verteilt hast. Jetzt, liebes Geld, bin ich alt geworden und habe dich in meinem langen Leben oft wenig gesehen. Jetzt aber bist du öfters bei mir und ich möchte dir dafür danken. Ich möchte dich fragen, warum du plötzlich eine Kehrtwendung gemacht hast. Ich konnte jetzt von dir sogar etwas auf die Seite legen. Bist du eigentlich glücklich, dass du so begehrt bist? Bist du glücklich, dass sich die Leute um dich reißen und sogar deinetwegen Kriege führen? Ich denke oder könnte es ahnen, dass du das vielleicht gar nicht so gerne hast. Vielleicht lässt du dich auch manipulieren. Ich weiß es nicht, aber natürlich mag ich dich auch sehr. Dürfte ich dich bitten, liebes Geld, in Zukunft auch mehr bei den Armen zu sein? Sie würden dich dringend brauchen. Ich wünsche dir beim Verteilen, bei deinem Dasein viel Weisheit und grüße dich herzlich, Edith. Ist es